Hey Leute, willkommen zum 7. PvP-Event in Minecraft Aura. Heute sind doch mehr gekommen, als ich erwartet hatte. Wir haben jetzt nichts Neues Besonderes, sondern nur mehrere oder ein Stack mehr Schneebälle, also 16er Stack, und ein Stack Enderperlen. Das bedeutet, wir können jetzt noch besser fliehen und die ruhig ja etwas mehr raushauen als sonst. Auch wenn ich da normalerweise nicht so sparsam bin. Ich verstecke mich jetzt. Ich gehe jetzt einfach... Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das da oben jetzt gegen Ende aussah. Aber ich meine, das ist nicht gut, weil das ist viel zu hoch. Ich habe das ja überhaupt nicht vorbereitet. Kann aber sein, dass der Zaun... Ja, okay, der Zaun ist noch da. Alter. Ich habe gerade gehört, dass der Izzy und der Tadel sich direkt treffen wollen. Ich könnte auch eigentlich mit da rein. Und ein Creeper. Das machen wir. Ich warte jetzt, bis Izzy bei Tadel ist. Ich versteck mich. Das haben wir dafür nicht sehen. Ich muss ihm aber... Nee, scheiße. Ich darf den jetzt nicht aus den Augen lassen. Er geht runter. Ach, keine Ahnung. Was macht er denn da? Izzy ist jetzt jeden Moment da. Okay, okay. Er tastet sich ran, man sieht's voll. Gommel fiel aus großer Höhe. Was? Oh, so trifft man sich wieder. Okay, ich gehe da jetzt rein, mach direkt den Gommel-Mode. Nein, bin ich behindert. Alter, richtiger Fail. Ich dachte, ich könnte den runterschubsen, hat aber gar nicht geklappt. Hups. Na, auf jeden Fall die peinlichste Aktion. Aber ist mir egal. Ist mir egal. Ich bin trotzdem toll, oder? Ich bin trotzdem toll. Ah. Zombie. Ich glaube, der will's. Na, willst du's? Hallo. Hallo. Na? Oh, fast getroffen. Ich habe eine Idee, wenn er sich rüberportet. Aua. Ja, komm, port dich. Port dich doch. Oh, da geht die Action ab. Ich glaube, ich gehe da mal rein. Einfach mal reinwerfen, was los. Auf, Izzy! Kampf! Ah! Geh weg! Wo ist Tadel? Tadel flieht. Und ich wette, Izzy... Die haben bestimmt richtig wenig Leben. Oh, 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 da kann ich rausfallen, oder? Ich glaube schon, Tal hat das sehr, sehr offen gemacht. Alter, Mobbingkreis oder was? Was ist los, Alter? Wie ich hier weggeschubst werde. Ach man, hör doch auf. Schneebälle, los. Er macht mit. Ja, geil. Komm, flieg. Flieg irgendwo hin. Ja, Izzy, Izzy, Izzy. Geh doch auf Izzy. Jetzt gehen die beide auf mich und ich bin auch fast voll. Richtig geil. Nee, du fliegst jetzt. Du fliegst. Tal ist fast tot. Oder er geht einfach nur, weil ihm das so doof ist. Scheiße. Komm. Schön von oben. Schön von oben. Dann mache ich, glaube ich, mehr Schaden. Und Tal will sich... Ja, Tal will rennen. Tal will rennen. Ich glaube, Tal ist jetzt im Moment tot. Tadel flieht. Tadel flieht. Geht zur Tadel. Scheiße. Tadel fehlt. Ja. Sauber. Sauber. Genau das wollte ich. Und der hier ist auch fast tot. Izzy muss auch fast tot sein. Ah, vielleicht aber auch nicht. Also ich glaube, die Reckzeit, die war schon wieder gegeben. Ist aber richtig spannend gerade. Ich bin richtig nervös. Ich würde gerne so ein Pulsmesser einbauen. Da sollen wir vielleicht echt mal was kaufen. Das hat ja schon irgendwie 2010 gemeint. So, schon ein paar Jahre her. Nein, geh doch zu... Bist du denn des Wahnsinns? Da ist Izzy und Izzy ist fast tot. Du... Ja, ich habe Izzy getötet. Nice, nice. Oh Gott, ich gehe erstmal weg. Das haben wir jetzt verdient. Ich habe richtig schnell viel Action gemacht. Und deswegen verpisse ich mich jetzt erstmal. Alles andere wäre taktisch richtig unklug. Und sauber. Na. Fuck.
Oh, gut gemacht. Gut gemacht. Sauber. Sehr gut. Perfekt, Manu. Richtig toll. Hast du richtig schön gemacht. Oh, Items. Ich glaube, ich habe, also, itemtechnisch bin ich gerade richtig gut drauf. Hä? Port mich doch. Was ist denn los? Einfach irgendwo hin. Hoffentlich sterbe ich nicht. Danke. Essen. Ich habe Unmengen an Items. Einfach enorm viel. Da muss ich jetzt gleich erstmal sortieren. Ich glaube, das mache ich jetzt. Also Enderperlen brauche ich erstmal da unten nicht mehr drin. Ich pack mal hier die Sachen weg. Die Schneebälle sind eigentlich auch Schwachsinn. Ein Creeper-Ei. Das ist sehr gut. Das darf ich gar nicht haben. Das packe ich weg. Oh Gott. Oh, hab ich viele Items bekommen. Hab ich viele Items bekommen. Ich habe einfach 3 von diesen Sticks. Geil. Da hinten geht richtig die Party ab. Da werde ich jetzt hingehen. Und die regen sich bestimmt richtig darüber auf, dass ich kriegen konnte. Komm, verreckt. Geht in den Creeper rein. Ich will, dass ihr in den Creeper reingeht. Aber ich glaube, Moor hat noch viel HP. Also ich kann es zwar nicht einschätzen, weil Dario wird wahrscheinlich wenig HP haben. Oh Gott. Ja, nein. Boah, ein Creeper. Oh Gott. Alter, vor allem wie lange die brauchen, um zu explodieren. Nein, shit, hat nicht geklappt. Wie wir die Creeper hin und her schleudern. Richtig lustig. Davon sollten wir vielleicht echt ein paar mehr noch implementieren. Na, denkst du, ich habe wenig HP? Ich meine, es geht. Ich habe echt ein bisschen Schaden bekommen. Aber es hält sich alles in Grenzen. Mir geht's gut. Ihr könnt mir nichts. Ah, das... Oh, das sollte ich vielleicht nicht so früh sagen. Ich glaube, sie denken, ich bin fast tot. Aber es stimmt halt echt gar nicht. Bin ich verloren? Nee, das ist Mordado. Na, Mordado? Hä? Willst du einen Schlag auf Fresse haben? Oh Gott. Ich habe keinen Plan, wie wenig Mordado hat. Aber so viel, wie ich hier gerade schon wieder regeneriere, müsste es dem auch richtig gut gehen. Alter! Wie wir uns hier rausschlagen. Richtig cool. Na, Dario? Na? Willst du sterben? Nee. Ich töte ihn jetzt. Nee. Dario ist fast tot. Dario muss fast tot sein. Ich glaube nicht, dass er sich sonst so verhalten würde. Komm. Ich krieg dich. Oh Gott. Ja, er versucht sich zu porten. Nee, lass dich nicht weg. Du bleibst jetzt hier. Ich hab gar keinen Schaden. Das ist richtig krass. Nein. Ja, flieg. Geh doch auf. Oh, bist du dumm. Nein. Ich meine, er kann es nicht wissen, aber... Dario, fast... Geh doch auf Dario, ich bin fast voll. Oh Mann. Bist du behindert, Mordado? Mir geht's doch richtig gut. Da ist Dario wieder. Hä? Wo ist Mordado jetzt hin? Hat Mordado sich weggeportet? Ich verstehe es nicht. Mir geht's gut. Ihr braucht mich eigentlich gar nicht angreifen. Mir geht's richtig gut, Junge. Aber bei Dario wäre ich mir nicht so sicher. Das Coole ist, wenn ich jetzt eine Rüstung verliere, dann ist das vollkommen egal. Denn ich habe ja noch irgendwie 50 Stück. Jetzt kannst du mal bitte verrecken. Das ist ja unfassbar, wie viel ein Mensch hier aushält. Ich glaube, dass es ihm noch recht gut geht. Ich bin sehr gespannt, das nachher im Video zu sehen. Oh. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Mit diesem Scheiß-Move. Komm, verreck. Ja, jetzt denkt er, ich hätte wenig. Ich meine, ich habe ja Hälfte verloren, das geht aber eigentlich. Alter, geh einfach auf Dario. Ja, er hat es, glaube ich, begriffen. Alter, Dario, mein Gott.
Sauber hat geklappt. Boah, das Baumhaus ist richtig gut dafür. Ich wette, hier pottet sich gleich einer hin. Würde mich wundern, wenn nicht. Ja, der Fackel fertig. Das sind ja auch eigentlich unsere, die kann ich ruhig setzen. So. Oh Gott, ey. Das ist echt ein spannendes PvP-Event. Das andere war wirklich nur so eine Klopperei. Ich meine, das ja auch, aber nicht so heftig wie beim letzten Mal. Ach man. Wie sieht's denn mit meiner Rüstung aus? Ach, guck mal. Mir fehlt ein Helm. Ich tausche das jetzt einfach mal ein bisschen aus. Einfach damit's gleich nicht knapp wird. Boah, Alter, hab ich viele Items. Das ist richtig gut. Ich kann mich jahrelang... Ich kann mich auch ewig ernähren. Ich gehe jetzt einfach wieder rein. Ich habe keine Ahnung, wer wenig Leben hat. Ich schätze mal, auf Darius sind sie nicht mehr gegangen. Ach, Darius ist auch wieder voll, glaube ich. Ach komm. Gehen wir... Ja genau, schlag mich einfach kaputt. Los, Biertränke! Okay, yeah! Spiel das Spiel mit dem Krokodil, Krokodok. Mit rausfliegen ist das hier, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, doch, doch. Ich habe ihn gekickt. Ist er tot? Ja. Nee, mich kriegst du nicht. Mich kriegst du nicht raus. Er hat mich... Er hat mich nicht mehr im Blick gehabt gerade. Einen kurzen Moment. Aber hätte ich genauso wenig gehabt. Wäre wahrscheinlich voll verwirrt. Ich glaube, ich habe Zimmer getötet. Da stand doch, glaube ich, gerade irgendwas im Chat. Und dabei wollte ich erst sagen, oder habe auch gesagt, nö, also mit dem Rauskicken, das wird nichts mehr. Flieg und Sieg. Boah, die sind auch richtig überfordert wegen dem Speedrun, glaube ich. Ja, Leute, ich kick euch weg. Komm. Nee, ich mach dir jetzt platt. Mach dir jetzt platt. Du kommst hier nicht mehr raus. Ja, oder so, das geht natürlich auch. Ach, Maudade, mir geht's gut. Warum geht's eigentlich die ganze Zeit gut? Ich meine, so wenig fokussiert werde ich jetzt auch nicht. Ich glaube aber, Pixelwurf geht's gar nicht gut. Boah, wie ich hier rumbagge, ey, richtig heftig. Hallo. Hallo, Dario. Dario will sich wegporten. Dario will weggehen. Ja, ich wette, er ist fast tot. Ich wette, er ist fast tot. Wenn sie jetzt keiner einmischt, dann wieder sterben. Glaube ich zumindest. Los, schnappt ihn euch! Dario, verreck! Los! Ich pop mich jetzt einfach die ganze Zeit. Ist mir egal, wenn ich sterbe. Oh, ein Creeper! Ein Creeper! Hinter mir explodiert! Alter! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Ich glaube, ich habe keine Schuhe mehr an. Ich habe keine Schuhe mehr an. Ja, er lässt mich. Er lässt mich. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Ich kenne zwar, ich kenn zwar die Form, wo er gebaut hat, aber ich habe keinen Orientierungssinn. Oh Gott. Ich werde das überleben. Ich habe aber keine Schuhe mehr. Doch, ich habe Schuhe an? Warum habe ich denn so viel Schaden durch die Enderperlen bekommen? Oder ich wurde wahrscheinlich... in dem Moment geschlagen. Das wird sein. Geschlagen und der Port dazu. Das sah aber irgendwie für mich so aus, als wenn ich richtig viel Schaden bekommen hätte durch die Enderperle. Ich meine, summiert sich wahrscheinlich, weil ich das ja nicht gerade selten gemacht habe. Ist Dario noch drauf? Krass, Dario hat's überlebt. Schade, schade, Schokolade. Hm, lecker, hm. Da habe ich aber echt noch gut Rüstung. Eine Brust anziehen. Ich brauche mal wieder neue Items, Leute. Das geht ja mal gar nicht klar bei mir. Ich gehe zu Pixelwolf. Ist er das überhaupt? Stimmt, naja. Na, willst du sterben? Hä? Hm, hey zusammen. Hm, hey zusammen. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Und glaub mir, Leute, das werde ich auch nicht mehr oft machen im Leben. Okay. Oh, ich habe gut Schaden bekommen von dir.
Ich glaube, hier kann ich auch unentwegt springen. Das ist einfach egal ist. Ich wette, er ist fast tot. Ich wette, er ist... Where the explosion flows, only the time. Gut, ich wette, er ist fast tot. Ja! Boah, war der gut. Der war richtig gut. Sauber, 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 sauber. Er hat wahrscheinlich nur noch richtig wenig. Ich habe auch nur noch richtig wenig. Oh Gott. Ich gehe einfach mal irgendwo anders hin. Ja! Ja! Hat er mich im Blick? Nein, sauber, die gehen alle weg. Ich kann einfach weitermachen, boah. Aber gut, Pixelwolf war auch fast tot. Also, da bin ich sehr gespannt auf die HP-Zahlen. Wie das im Endeffekt aussah. Da hat sich einer geduckt. Ja, ist aber auch legitim. Weißt du, warum sollte man sich auch nicht verstecken und regen, wenn man es kann? Das wäre taktisch total dumm. Und auch, dass Mordado vorhin auf mich gegangen ist. Es war zwar dumm, weil er nicht... Aber er wusste halt nicht, dass Dario fast tot ist. Genauso wie ich gerade nicht wusste, wie viel HP die anderen da hatten. Als ich mich wieder nach dem Ring reingeworfen habe. So. Ach Gott. Ist aber cool mit 8 Millionen Enderperlen. Da habe ich echt Glück gehabt mit den ganzen Items. Wer ist denn da drauf? Nur noch 4 Stück. Okay. Träger, bin fast voll. Ich sehe niemanden mehr. Niemanden. Vom Namen her. Voll interessant. Wo sind die denn? Hat sich da irgendwas bewegt? Ich hab Hallos. Okay, aber ich gehe wieder weg. Kuchen muss ich auch nicht sparen. Ich guck mal, ob hier einer drin ist. Vielleicht ist der sogar hier unten reingegangen. Hallo? Ach schade, das wäre cool. So zum Regen ist das eigentlich keine schlechte Idee. So einen Bunker zu haben. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass alle weg sind. Was ist denn los mit den Regen, die jetzt alle? Jeder Einzelne? Das wäre heftig. Boah, aber wie oft das knapp war, ist unfassbar. Okay, darauf habe ich schon mal keine Lust. Da ist einer. Ja, cool. Die Armee von Tuddle hilft mir. Hallo. Na, hast du keinen Helm mehr? Ja, ich schon. Da rennt er. Ja, komm, treff ihn. Treff ihn. Richtig gut. Richtig toll gemacht, Skelett. Richtig toll. Ich bin ein großer Fan von dir. Bitte fokussier ihn. Komm, fokussier ihn. Das wäre richtig gut. Ja, geil, 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 geil. Dario muss fast tot sein. Hier, geh zu Dario. Geh zu Dario. Ich kann aufholen. Ich kann essen und dann aufholen. Das ist der Vorteil von 5 Milliarden Speed-Tranken. Hä? Da. Komm. Komm her. Ich müsste schneller sein. Rein theoretisch. Alter, wie viele... Ja! Ja! Ja, ja! Sauber. Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, ich hab Dario gefickt. Okay. Nee, seh nicht ein. Das seh nicht ein. Das Coole ist aber, man merkt, wie ich in den ersten Parts mich nie getraut habe, die Enderperlen zu nutzen oder gar nicht die Mentalität hatte irgendwie. Also ich hatte es einfach nicht im Kopf, das überhaupt zu nutzen. Und nach von PvP-Event zu PvP-Event habe ich halt immer schneller dran gedacht, die wirklich mal zu benutzen. Das geht aber irgendwie jedem so. Das ist richtig komisch. Aber Pixelwolf ist doch bestimmt fast tot, oder? Ja, bin voll. Ich bin voll, Leute. Ihr könnt mir nichts. Das einzige Fatale, was sie jetzt machen könnten, wäre echt, mich runterzuschubsen. Und ich glaube echt, die denken, ich hätte wenig HP. Sauber, neue Schuhe. Kurz mal hier Eier hinpacken. Ein paar Eier. Ich habe auch noch so viel Essen. Und ich wette, die haben gar nichts mehr. Vor allem, ich habe ja zwei Leute runtergekickt. Dario und Zombie, glaube ich, auch. Moor ist, glaube ich, auch. Gomez ist auf jeden Fall gefallen. Bei Moor weiß ich es nicht. Keine Ahnung.
Ach Leute, lasst mich doch einfach. Mir geht's doch super toll. Mir geht's einfach super toll. Okay. Okay. Einfach mal zugeguckt, richtig lustig. Springen tue ich hier übrigens auch nicht. Das war gerade in Pixelwolfs Hütte eine Ausnahme. Hä? Einfach weil ich da nicht runterfallen konnte. Seine Rüstung geht immer mehr kaputt. Oh. Erstmal. Danke für die Blumen. Ja, der ist jetzt tot. Der ist auf jeden Fall jetzt im Moment tot. Komm, verreck. Verreck. Junge, der ist fast tot. Geh doch auf den. Ach komm, Maudado. Ich werde jetzt den Trank nutzen. Einfach um schnell wegzukommen. Ich habe nämlich auch nicht mehr viel AP. Wird Maudado ist direkt hinter uns, deswegen gucke ich gar nicht erst. Oder? Wo ist Maudado? Maudado? Die dachten bestimmt richtig oft, dass ich tot bin. Ich glaube, er hat sich reingeportet. Kann das? Oder war das woanders hin? Ich weiß es nicht. Egal, ich regge. Ich gehe mal kurz hier rein. Guck mal, ach guck mal, neues Equip brauche ich. Habe ich ja alles. Ist ja alles kein Problem, Leute. Deren Schuhe und alles muss komplett kaputt sein. Wenn die irgendwo runterfallen, die sind sofort kaputt. Es würde mich jetzt echt wundern, wenn ich das noch verlieren würde. Aber kann natürlich gut passieren. Ist jetzt nicht so, als wäre ich mir siegessicher. Besonders bei so einem Modus kann man halt echt jederzeit runterfallen. War der da oben drauf gerade? Ah. Ich folge dem jetzt, aber ist mir egal. Ich denke mir, YOLO. Maudadolo. Nee. Komm. Fall. Flieg, flieg, flieg und Sieg. Yeah. Ja, ich hab Maudado getötet. Alter, nein. Oh, nee, gleich fall ich in den Tod. Ich will nicht sterben. Oh, nee, ey. Bonnie, ey, ich fall grad runter. Hat hier keiner ein Jetpack? Alter, nein, nein, nein. Ich lebe noch. Nein! Alter! Nein, bitte nicht deinen Port nicht. Ja, ich hab's ins Nichts ge. Oh Gott! Boah, wie spannend ist das denn bitte? Das ist die beste Aufnahme in meinem ganzen Leben, ja! Wie oft sind wir jetzt bitte fast gestorben? Kann das mal bitte einer zählen? Das wäre ja mal richtig krass. Ach man, ich hab nur noch ein Stack, Dias. Nur noch ein Stack. Wie heißt es? Was ist denn nochmal? Enderperlen. Wo ist er denn? Na, komm doch her. Komm doch her. Ist er da unten? Ja, da ist er. Ich hab ihn gesehen. Na komm. Ich glaube nämlich nicht, dass du voll bist. Ich glaube nicht, dass du von irgendwem Essen bekommen hast. Flieg! Aua! Oh Mann! Das tat weh! Da bist du weh! Nee! Lass mich leben! Komm, verreck! Verreck jetzt! Du hast doch sowieso wenig HP! Du hast doch sowieso wenig HP! Guck mal, und ich springe sogar schon, weil das einfach egal ist, ob ich jetzt noch gewinne oder nicht! Komm! Das ist doch so! Das kann doch gar nicht sein! Ja, geht doch. Ja, yeah, ich hab gewonnen und ich schlag dich nochmal weg, du Arschloch. Oh Gott. Oh Gott. Das Geile ist, ich hab einfach jetzt noch so viel Leben wie... nicht Leben, Items wie am Anfang. Durch dieses ganze Aufgehebe. Boah, war das eine spannende Runde, ey. Das war eine spannende Runde. Ich werf einfach mal eben alles weg. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mir wünschen werde. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Eigentlich muss ich mir Diamanten wünschen.
Ja, muss ich echt leider. Denn nur so können wir einen Verzauberungstisch bekommen. Finde ich sehr schade, weil ich eigentlich lieber Sand gehabt hätte. Für meine Wohnung. Aber das ist wichtiger. Es war jetzt auch relativ wichtig für mich zu gewinnen. Mal so nebenbei, weil ich meine Level nicht nochmal verlieren wollte. So, gut, oder logge ich mich hier aus. Bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss, bis dann.